started in the Fortune City Arena during last night's Terror is Reality show. Information received from a behind-the-scenes source reveals that this outbreak was not an accident, but rather an act of terrorism. This shocking footage was obtained from a source inside the Fortune City Arena, the site of the Terror is Reality game show. It may be upsetting to some viewers. Initial reports suggest that the man in the video is former motocross champion Chuck Green. What? Green, a member of the zombie rights protest group Cure, was a contestant in tonight's pay-per-view game show. Acquaintances describe Green as a known drifter who is still angry over his wife's death in the Vegas outbreak. This horrible act of terror appears to be an escalation of violence for the protest group. This is Rebecca Chang, reporting live from the Fortune City Hotel in the heart of Fortune City. What? That's complete bullshit! That was not me. Did you have something to do with this? No way, not in your life. My daughter and I barely get out of that arena alive. What possible reason would I have to do something like that? Why are they saying you're part of Cure? I went to one meeting, once. After I lost my wife. Look, I don't know what the hell is going on here, but I'm being set up. I think I know why. It's not the first time members of Cure have been falsely accused of being involved with an outbreak. We were in town protesting that awful show you were on. Do you believe me? I don't know what to believe. You sure don't seem like a terrorist. And I know we weren't involved. Look, we have 3 days before the military rolls in. That's how much time I have to prove I'm innocent. The reporter, the one at the hotel. The tape she had, it's a complete fake. She said she had a source. Whoever that is must know more. I need to find out where she got it. She said she was in the hotel. I'll keep an eye on your daughter. I won't say anything to her. I don't want her to worry. Und damit haben wir jetzt auch quasi das Rätsel gelöst, warum das hier so eine Case-File ist, also so eine Fallakte. Und wir müssen jetzt den Reporter diese Frau oder dessen Name ich vergessen habe, finden. Ja. So, bis das Militär ankommt, sind es noch 70 Stunden. Und lasst mich raten, der Sullivan hat das auch gehört. Sie, ich weiß es nicht, ob ich dir trauen kann, aber bringst du Leute zurück, ist mir das egal. Ich verspreche, dass ich nicht irgendwas Falsches machen werde. Der hat noch gesagt, das ist anscheinend ein Schlüssel für die Maintenance-Tunnels, für die Wartungstunnel hier in Fortune City gibt. Also er traut uns nicht ganz, aber solange wir halt die ganzen Leute zurückholen, ist ihm das egal, was wir gemacht haben. Dann schauen wir erstmal Messages. Ja, ich weiß. So, schauen wir nicht nur auf die Uhr, können wir auch hier unsere Messages sehen. Und was sind Messages? Das ist einfach nur halt, Quests. Hier, also das Find Katie Zonebreaks, das ist unsere Hauptquest. Die müssen wir immer machen, sonst ist das Spiel vorbei. Case 1-2, das ist unsere Hauptmission, sprich, wir wurden ja gerade fälschlich dazu geframed, also frame someone heißt beschuldigen. Und wir wurden halt dafür hingestellt, dass wir die Zombies freigelassen haben. Haben wir aber nicht, deswegen ist das hier die Hauptquest, die müssen wir nicht machen, werden wir aber. Und hier haben wir dann noch die Nebenquests. Hier haben wir zum Beispiel Platinum Strip. Hier könnten wir einer alten Lady helfen beim Platinum Strip. Pawn Shop. Platinum Strip. Ich würde sagen, bevor wir jetzt mit der Hauptquest weitermachen, wir schauen mal nach der alten Frau. Thank you.
Ja, ich bin im Spiel ein bisschen voraus. Ich weiß natürlich, dass man hier was machen kann. Und damit haben wir jetzt, ja, MMA-Handschuhe mit Nägeln. Und damit können wir dann noch richtig ordentlich klatschen. Also auch ganz praktisch. So, klatschen wir mir die Köpfe ein bisschen rum. So. Und tot sind sie alle. Aber bitte noch den. Dankeschön. Ja, unsere Waffe geht so langsam, aber sicher kaputt. La Chandra, ach du Scheiße. Okay, bevor wir dann jetzt irgendwas anderes machen, ich würde sagen, wir werden zuerst diese Frau da mitnehmen. Was geht denn los? Hey Lady, geht's Ihnen gut? Lady? Ich bin La Chandra Dawkins. Und nein, mir geht's nicht gut. Mein für nichts Gute. Ihr Mann fehlt. Ihr Mann ist weg. Naja, es ist nicht wirklich sicher hier, aber ich kenne ganz sicheren Platz. Okay, ich komm mit dir. Aber wir müssen erst meine Husband finden. Vielleicht zumindest. Also sorry, wenn ich manchmal beim spontanen Übersetzen ein bisschen verkacke. Die Texte sind einfach sehr, sehr viel zu schnell. Das ist also nur so eine Sache mit dem Übersetzen. Aber ich meine, ja, ich wollte gerade schon sagen, hier ist ja einer. Ich habe das Heulen schon gehört. Den nehmen wir auch noch mit. Beweg deinen Arsch, Gordon. Guten Morgen. Oh, wie süß. Soll jetzt mal nicht aggressiv werden. Gordon, ja. Tut mir echt leid, dass ich euch jetzt alle störe, aber wir müssen leider zum Safehouse. Ja, Schatz, nimm die scheiß Waffe und komm bitte einfach mit. So, wir haben jetzt also hier den Gordon wiedergefunden. Das war locker easy, der war ja ein paar Zentimeter weiter weg. Wenn ich ehrlich bin, frage ich mich gerade, wie zur Hölle die den nicht gefunden hat. Aber gut. Aber gut. Ah, Waffen liegen hier alle rum. So, wir bringen die beiden jetzt eben zum Safe aus. Wir sind eben so gut wie nah dran. Also ist ja wirklich nur diese paar Schritte. Move it. Bewegt euren scheiß Arsch hier hin. Und gehen auch eben ins Safe aus, damit wir sie auch wirklich abgeben können. Er ist vielleicht nicht der mutigste, aber Gordon ist immer noch mein Baby. Ja, traumhaft. Dann können wir auch schon direkt wieder gehen. Man muss halt eben diese NPCs, die man gerettet hat, die muss man abgeben. Also abgeben, das hört sich so komisch an. Aber man muss wirklich zum Safehouse und die da abgeben, denn sonst sterben die. Also wirklich, würde ich diesen Bereich verlassen, ohne die NPCs alle zum Safehouse zu bringen, die würden dann sterben. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich meine, wir kriegen ja wirklich PP dafür, ordentlich was. Und oben links seht ihr auch, dass es nicht mehr allzu viele PP braucht, damit ich Level 41 werde. Ah, scheiße. Ob ich dann wirklich ein Item bekomme, das kann ich euch so nicht sagen. Aber, ach, kein Item, irgendeine Aktion oder halt irgendwas Schönes kriege ich dann vielleicht. Aber wir wollen ein Skateboard. So, Skateboard, drop den Scheiß. Oder muss ich das so benutzen? Ja, muss ich so benutzen. Ah, scheiße. So, Halleluja. Also auch mit den Skateboards kann man hier richtig schön rumbrausen. Ich habe nur vergessen, dass die Teile nutzlos sind. Also so, die halten so gut wie nichts aus. Oh ja, meine Waffen auch nicht. Scheiße. Und Level up. Ich weiß, was ein Level-Up ist. Danke, Spiel.
Inventory increased und eine Combo Card, ey. Den Auger, Drillmotor und eine Pitchfork. Das ist eine Kombokarte. Jetzt wissen wir, genau, ich weiß, was eine Kombokarte ist. Jetzt wissen wir, was eine bestimmte Kombination macht. Und wir kriegen dann mehr Punkte mit dieser Kombi. Also sprich, ich könnte zwar jetzt schon diese Waffe zusammenbauen, aber jetzt kriegen wir erst richtig eine ordentliche Runde Geld damit. Entschuldigung, ich muss eben niesen. Wir spielen jetzt mal eben hier ein bisschen Golf. Da kriegen wir nämlich Geld für. Oh, der war aber nicht so gut. Ja, es tut mir doch leid. Hey, was war... Ach, das ist doch ein Witz. Immer ein Strich vorm Grün. Jetzt aber... So, hier kriegt man dann 10.000 Money für. Das machen wir eben ganz schnell nochmal, denn ich brauche Geld. Scheiße. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das kleiner wird, das Feld. Ja, der war gut. Ja, dankeschön. Ach, Mann! Egal, wir haben immer noch 10.000 bekommen, sprich, wir sind immer noch mit mehr rausgegangen, als wir wirklich reingesteckt haben. Dazu können wir jetzt auch eben noch das Cash-Register benutzen, um es daneben zu werfen. Du siehst scheiße aus. Danke. Schießt euch. Dankeschön. So, wir nehmen uns mal eben wieder ein Rollcard, denn... Damit geht's schneller. Tschüss, tschüss, tschüss. Aus dem Weg, bitte. Wir lächeln uns übrigens gerade so ein Auto an. Das konnte ich ehrlich gesagt noch nie freispielen. Ich bin mal gespannt, ob wir das vielleicht schaffen. Ich werde vielleicht mal schauen, wie man das freispielt, denn so ein Auto wäre ja schon was ganz Tightes. Pisst euch mal bitte alle. Tschüss, tschüss. Hier sind wir dann ja auch wirklich im Herz von Fortune City. Neue Message. Short-sighted. Children's Castle. Wir schauen erstmal. Also wir gehen erstmal dem Quest nach, den wir jetzt schon hatten. Was gibt's denn hier Schönes? Feuerlöscher. Verpisst euch mal eben. Ich brauch mal eben den Rasenmäher. So, pick den ab. Pisst euch mal, ich muss hier eben hier. Wir machen hier mal die Tür zu. Zombies können Türen nicht aufmachen. Wir schauen mal eben, was man damit machen kann. Gar nichts. Gibt's vielleicht hier noch irgendwas? Hallo? Ah, grüne Sprühfarbe. Ich glaube aber nicht, dass wir das damit kombinieren können. Nein, können wir nicht. Ja, komm, dann. Schade, ich dachte, wir könnten jetzt eine schöne Kombination machen. Hebt bitte das Magazin auf. Aber was wir machen können, ist Spray Paint und das hier. Just like Mom used to make. Damit können wir den Kopf von Zombies platzen lassen. Ist jetzt nicht so effektiv, aber... Ja, warum nicht, ne? So. Hallo. Ruhe lassen. Dankeschön. Wo ist denn Lost? Ah, das ist ganz am Arsch der Welt. Okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt das Minispiel. Dann gehe ich eben speichern. Dann mache ich erstmal nochmal ein Part Ende. Achso. Ja, shit. Muss man gedrückt halten. Das habe ich vergessen. Entschuldigung. Nice.
So viel Geld hat das aber gar nicht mal gegeben, wenn ich das mal eben sagen kann. Ah, da ist wieder ein Card. Das können wir benutzen. Da kommen wir mit schneller voran. Bein ab. Ist besser als an dran. So, geht mir bitte aus dem Weg. Dankeschön. Guten Morgen. Eben hier eine Runde aufräumen. Oh, da ist noch ein Survivor. Wir schauen mal eben, was der von uns möchte. Ach komm. Pisst euch. Wären wir jetzt Ezio oder sowas, ein Assassine, könnten wir jetzt eben hier hochjumpen. Guten Morgen. Hui. Hallöchen. Er lebt ja noch. Bruder, bin ich froh, dich zu sehen. Hör mal zu, ich habe ein Safehouse in der Nähe, da ist es sicher. Ach, drauf geschissen. Hast du irgendwo Doris gesehen? Also richtig, nein. Sorry, ich glaube nicht. Also wir müssen sie finden. Ja. Ich kann dir helfen, sie zu suchen. So, wir müssen ihm jetzt eben helfen, seine Frau zu finden. Das ist aber gar nicht mal so schlecht, denn der hat eine Shotgun. Und die wird er auch benutzen und hoffentlich nicht benutzen, wenn ich in der Umgebung bin. Naja. Also bei den NPCs, wie gesagt, die können manchmal hart anpissen. Oh, weg die Scheiße. Tschüss. Scheiße, dem muss ich echt aus dem Weg gehen. Chat, was ist denn los mit dir? Meine Fresse. Reiß dich zusammen und benutze eine Shotgun. Ah, da ist doch jemand. Was ein Zufall, dass sie aber auch alle auf unserem Weg sind. Oh Gott. Ich habe so Schiss, dass er mich mit seiner Shotgun abschießt. Ja, wir brauchen definitiv ein paar mehr Massenvernichtungswaffen, würde ich sagen. Was ist denn hier? Ja. Das hat's gebracht. Dankeschön. So, Doris, wir haben Doris gefunden. Bitte, macht mal bitte schneller. Sagt mir, dass ihr alles gefunden habt, dass ihr euch ganz toll findet. Wozu alle bist du gewesen? Juckt doch eigentlich nicht. So, haben wir jetzt beides, dass ich frage, wie schickt mal beide dahin? Ne, sie müssen sich erst mal. KI. Ja, redet mal eben safe house. Ich möchte euch einfach mitnehmen. So, Doris has joined. Oh, der Typ schießt seine Frau ab. Das ist gut. Das ist ganz gut. Naja. Haben wir noch irgendwas hier? In der Nähe. One man's trash. Da könnten wir uns was holen. Short-sighted. Wo gibt's das denn? Confused Lady, Children's Castle. Wo ist das denn? Das ist wahrscheinlich am ganz anderen Arsch der Welt. Oder nee, das ist hier. Da draußen und links. Ja, wie gesagt, ich glaube, da gehen wir mal in Short-Sighted, machen wir noch. Aber ich werde den Part jetzt beenden. 19 Minuten, ich werde jetzt eben noch hier ein Klo suchen, damit wir ordentlich schiffen können. Und dann würde ich auch sagen, beende ich erstmal den Part. Ach, verpisst euch. Wir haben zwei Leute dabei. Einer hat eine Shotgun, die andere eine Waffe. Ich würde darauf tippen, das ist ein Texaner. Wo gibt's denn hier wohl die nächsten Klos? Ach, so gut wieder. Sind so gut wieder. Ah, unsere Waffen machen so langsam, aber sicher. Leider schlapp. Gibt's die Klos? Ah, es war noch ein weiter. Schade. Maintenance. Sind die Klos hier drin? Achso, das sind so versteckt. Boah. Sauerei.
Hä, was das denn? Cinemas Rooftop? Wollen wir da hin? Keine Ahnung, wir gehen mal hin. Was wollen wir denn jetzt hier? Ich wollte eigentlich echt nur aufs Klo. Naja, drauf geschissen. Ich werde jetzt einfach... Da ist ein Auto. Ich werde jetzt einfach, wie gesagt, nur noch ein Klo suchen, dann eben den Part beenden. Also ich werde jetzt hier nichts mehr großartig machen, aber jetzt noch das Gameplay, den Let's Play Part in die Länge zu ziehen, nur weil ich jetzt kein Klo finde, halte ich für eine dumme Idee. Mache jetzt wirklich gar nichts mehr. Ich gehe jetzt zum Klo, also ihr werdet nichts verpassen, was wichtig wäre. Und dementsprechend würde ich sagen, vielen herzlichen Dank fürs Anschauen. Knallt mir bitte ein paar Kommentare unten rein, denn ich möchte sehr, sehr gerne euch dann hier im Video zeigen. Und naja, dementsprechend würde ich sagen, Schack sieht euch demnächst, wenn wir es doch geschafft haben, ein Klo zu finden. Dann würde ich sagen, ich bin raus. Haut rein.